Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mutant Year Zero, heute in der Arche. Wir wollen erstmal in die Bastelgrube, da werden wir einige Sachen ändern müssen. Welcome to the Fix Pit. My name's Delta. Hallo Delta. Und wir müssen die Waffen so langsam verbessern von unseren Leuten, weil diese Waffe wird er höchstwahrscheinlich behalten. Und wenn wir nicht besser werden, dann kriegen wir echt Probleme. Hier, 30. Zack. Wirf Gegner zurück. Was war das? Ein zusätzlicher kritischer Schaden. Ja gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen die Leute hier auseinanderbauen. Du bist Stufe 2, ne? Ja gut. Du kommst erstmal weg. Aufsatz entfernen. Dann zerlegen wir dich. 11. 17. Was ist jetzt ausgerüstet, was nicht? Du bist ausgerüstet, du bist ausgerüstet, du bist ausgerüstet, du nicht. So, wir haben jetzt 6 Waffen hier, ne? 2, 4, 6, perfekt. So, dann kommst du noch die nächste Stufe. Zack. Du kommst noch die nächste Stufe. Zack. So, und hier brauchen wir 50% Chance, Gegner zu verbrennen. Zurückzuwerfen. Die brauchen wir hier, ne? Wirft Gegner zurück. Ja, 2 zusätzliche kritische Schaden ist natürlich okay, ja gut. Ah. Und hier haben wir 1 zusätzlicher kritischer Schaden. Ja, nice. Uns fehlen eigentlich nur ein paar Punkte. Ein paar Waffenteile und dann würde ich sagen, gehen wir damit weiter, weil damit machen wir natürlich unseren kritischen Schaden dann. 15%. Ja, ein Scope-Visier wäre nicht schlecht auf das Ding. Waffenreichweite. Tut mir leid, du musst weg. Du kommst nämlich hierauf. Apropos. Iridias Laden. I was a stalker for 20 years. Spent quite some time out there. One night we were south of the Ark on patrol. We went inside an ancient building that was filled with grog. Ach, hier war das. Giant metal vats of grog. When we drank it, we thought we died and went to space. I could never find that place again, no matter how hard I tried. Oh, eine Runde Mitleid, wie die Kids. Ich brauche keine Medikits. Wer braucht denn heutzutage Medikits? Ich brauche kritischen Schaden da. Kritische Trefferchance. Safe travels. Davor konnte ich mir jetzt. Ich bereue es jetzt, die Armbrust gekauft zu haben, ne? Ich kann es euch nicht sagen, wie sehr ich es bereue. If you're here to pick through my dad's stuff, it's been picked clean, okay? But if you want a fix or an upgrade, talk to me. Aber unsere Silence-Waffen sind eigentlich wichtiger, ne? Du hast schon den roten. Ja gut, dann musst du weg. Wo kommst du nämlich den drauf? Der passt doch besser zur Waffe. Und das passt dann besser zur Armbrust. Und du hast... Gegner zu verbrennen, ja. Ich muss das leider wegnehmen. Irgendwann habe ich genug Geld und dann kann ich da noch mal ein bisschen kritisch draufsetzen. Na gut, so viel dazu. Damit haben wir die Leute gut ausgestattet. Wir haben nur einen einzigen Medikit. Ach du Scheiße. Ich kann es mir nicht leisten. Oh Gott. Okay, wir haben ein Problem. Die Zero ist doof. Okay. Na ja, gut, aber zumindest haben wir die Schrottlande geklärt. Also muss man schon sagen. Hut ab dafür. Oh, wir wollten noch bei den Hunden nochmal vorbeischauen, ne? Komm, wir gucken mal bei den Hunden vorbei. Wir werden an dieser Stelle gleich speichern in Eisenschlange.
dann gehen wir zu den Hunden und gucken, ob wir unseren Plan durchziehen können. Damit würden wir unsere Fähigkeiten zumindest schon mal wieder aufladen. Dann verteilt euch mal. Stufe 45. Kannst du dich hier... Ah, die kann sich nicht hinterm Baum verstecken. Ich fasse es nicht. Kannst du dich wenigstens hinterm Baum verstecken? Okay. Hallo, Jungs. Hier bin ich. Das ist ja nur ein Test. Ob die mir Schaden machen. Nein. Die machen mir keinen Schaden. Ich kann sie ausschalten. Das wird mir vielleicht ordentlich XP bringen, ne? So, wir gehen auf ihn. Aber wir bleiben mal leise. That had to hurt. Die müssen halt wirklich alle Bormin angreifen. Das ist so klasse, ey. Komm, weg mit dir. Da ist der erste tot. Serves you right. They heard it coming. Ich bin so begeistert gerade. Die können mir nichts antun, ey. Oh, schön. Er steht da einfach nur und freut sich in seines Lebens. Und da ist der zweite weg. You finally figured out how to use that thing. Oh, does that hurt? Oh, jetzt brennt das arme Hündchen auch noch. Es tut mir fast schon leid, aber nur fast. Hier, das ist für dich. Was die mit mir angestellt hätten, wenn ich diese Rüstung nicht hätte, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Entwicklungsfehler ist oder ob das wirklich so gewollt ist. Don't mess with me. Follow me. The ancients left their machines running loose in the zone, and now we gotta face the consequences. They're killing ghouls left and right. I would gladly introduce some killer machines to the nearest ghoul pack. Machines kill anybody they come across, so watch out. Ja, Maschinen sind das geringste Übel. So, was habt ihr denn für eine Waffe bewacht? Das muss ja eine richtig gute sein. Oh, kennen wir doch schon. Das ist doch die, die wir haben, ne? Hier. Unser DAX. Schleuderer, ja. Ja gut, die können wir dann verkaufen. Können wir eigentlich den Schleuderer sogar maximieren, wenn wir zurückgehen? Das ist cool. Wenn wir jetzt hier lang gehen und hier ein neues Gebiet ist, dann werden die da alle in diesem Level sein. Das ist einfach nur ein anderer Weg hierher. Lol. Verarscht haben die mich. Aber mir kommt mir das gar nicht bekannt vor. Habe ich hier alles untersucht? Oder war hier der Digge? Ich glaube, Miss Marple war hier, oder? Ich weiß es nicht mehr, aber egal. Gehen wir zurück zur Arche. Und da können wir eine Waffe maximieren. So, die Bastelgrube. Ärgerlich, dass ich in der letzten Folge... zwei Medikits verschwindet habe. Das ärgert mich echt. So, was verbessern wir? Das ist jetzt alles Stufe 2, ne?
Du bist schon Stufe 3. Also verbessern wir erstmal unsere Silence-Waffen, ja? Na gut. Oh, so viel dazu. Take it easy. Okay, wir könnten uns jetzt noch ein Medikit schnappen. Well, well, well. Stalkers. So powerful. So safe travels. Auch rein. Okay. Dann gehen wir mal hierhin zurück. Ja, Mensch, das war eine erfolgreiche Jagd, muss ich sagen. Not bad, not bad. Mich wundert es nur halt, dass da oben noch ein Fragezeichen ist. Auf der Karte. Ah gut, vielleicht kommen wir da noch hin. So, hier hatten wir ja soweit alles erledigt, ne? Hier dürfte ja nichts mehr rumlungern. Liegt da noch Schrott? Ich habe jetzt all meinen Schrott verschwendet. Ich fasse es nicht, dass ich halt die Armbrust gekauft habe. Das, ich meine, klar hat mir das Waffenteile gegeben, aber... Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt... verschwendetes Geld sozusagen. Und ich meine, es liegt ja jetzt nicht haufenweise auf der Straße rum. Das ist ja doch das größte Problem. Wenn es irgendwie farmbar wäre, wenn ich sagen würde, okay gut, dann hänge ich mich jetzt hier halt 2 Stunden hin und töte einen und den Feind aus dem Schleichen heraus und dann sammle ich Waffenteile. Das geht leider nicht. Das ist das Problem, es geht nicht. Und das regt mich auf. Dass das unwiderruflich verloren ist. Solche Spiele mag ich eigentlich nicht, wo das so der Fall ist. Naja. Eigentlich. Ich liebe es in Spielen, wo man Sachen farmen kann bis zum geht nicht mehr. Das. Vielleicht gibt es hier noch eine Ebene, wo die immer wieder respawnen. Wer weiß. Aber in diesem Moment. Wenn du am Ende bist und Schwierigkeiten hast, dann hast du halt Schwierigkeiten. Metallfelder. Dann schauen wir uns hier erstmal gründlich um. Ah, da sehe ich schon ein bisschen was. Mal sehen, was uns in diesem Gebiet erwartet. Es ist, es wird ja immer schrecklicher. Ein Polispot. Oh. Wenn ich den außer Gefecht setzen könnte für 2 Runden. Er sieht schon ein bisschen schrecklich aus, ne? Eigentlich muss ich mich nicht mehr verstecken. Einfach angreifen. Einfach hoffen, ihn zu schocken. Das ist der Plan. Weil es sind nur 20%, aber die Möglichkeit besteht. Und wenn ich das schaffe... Du hast nicht mal getroffen? Du hast nicht mal getroffen? Das ist mir jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr passiert, dass ich einfach nicht treffe. Holy shit. Was geht denn mit der ab? Die muss doch treffen können. Dann gehen wir halt näher. So, Reichweite. Wir haben also eine 50%ige Chance zu treffen. Was ist denn los mit der? Dass die einfach nicht mehr trifft? Ist der Polispot irgendwie aus der Matrix entsprungen oder so? Dass der da eiskalt ausweicht? Ich meine, der bewegt sich ja nicht mal. Das muss ja so schnell gehen, dass ich das nicht mal merke. Okay, Leute, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen analysiert. Es ist tatsächlich, der erste Schuss ist, also die Schüsse sind tatsächlich schon vorab berechnet. Das heißt, dieser erste Schuss geht bei einer 50%igen Wahrscheinlichkeit immer flöten. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr. Wir gehen mal woanders hin. Gucken mal, wie es bei den anderen aussieht. Und hier drin wird es wahrscheinlich nicht besser sein. Vielleicht ist hier Loot. Ja. Over there, inside the largest building, someone is in trouble.
Wir kommen also später wieder. Ich habe jetzt alle Möglichkeiten ausgeschöpft, ihn zu paralysieren. Aber es hat erstmal nicht funktioniert. Oh. Okay, der Polispot kommt wenigstens näher. Oh Gott, Vollstrecker, Polispot. Oh Gottes Willen. Was geht denn hier ab, sag mal? Guck mal, wie tief wir uns reinschleichen können, würde ich sagen, ne? Look. Holy shit. That's a mutant like us. Die steht einfach nur am Lagerfeuer, WTF. Help. Not that I needed help. I was just getting my second wind, you know, but I admire your fighting skills. You need skills like that in the zone. Especially against air control machines that want to quarantine you. Whatever that means. Hey, we're some straight-up machine-killing freaks. That's how we roll. What's your name, lady? The name's Pharaoh. Don't ask me where I got it from. I don't quite know, really. I was raised in a settlement. Thought it was the only settlement left on the whole wide world. But meeting you lot makes me feel a bit more, well, hopeful. Who are you? What are you doing out here? We're stalkers from the Ark. We're headed south to rescue our friend from some lunatics called the Nova Sect. Heard of them? You're asking me if I've heard of the Nova Sect? Mate, the Nova Sect butchered my bleeding settlement. They put their mind-controlled junk into the rest and led them away like cattle. I'm the only one that got away. So yeah, I know the Nova Sect. I'm hunting them. I'm gonna make them pay. You'd be the perfect addition to our crew. If you help us save our friend, we'll help you take down the Nova Sect. Okay, Pharaoh kann jetzt ausgewählt werden. Ich habe nämlich eine Idee, wir sollten... Oh, Notiz. Sollten... Das lese ich gleich vor. Wir sollten unser Team einmal durchforsten nach Gegnern, die gut gegen Roboter sind. Die sie quasi ausschalten können für mehrere Runden. Denn das könnte echt hilfreich werden. Ja, ja, bla, 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 bla. Und das heißt auch die anderen Charaktere, die wir bisher nicht genutzt haben. Ich weiß nicht, wie, ob sie mitleveln oder nicht. Das werden wir dann sehen. Na, jedenfalls, Igmas Tagebuch, Seite 153. Die jungen Subjekte entwickeln sich schneller als erwartet. Während unserer Reise zu der Anlage sind wir auf einen Trupp marodierter Vollstrecker gestoßen, die sofort das Feuer auf uns eröffnet haben. Die Subjekte konnten sie allerdings mühelos ausschalten. Die Kinder übertreffen meine kühnsten Erwartungen. Wäre das Oberkommando nicht so engstirnig, könnte die Erde bald wieder uns gehören. Hm. Okay. Da ist auch noch ein Vollstrecker. Oh. Öffnen wir erstmal die Truhe und gucken, was da drin ist. Polis-Rüstung. Plus 4 Wurfreichweite. Die Rüstung wurde ursprünglich von der Polis getragen, bei der es sich um eine beliebte Musikkapelle der Altvorderen gehandelt haben könnte. Sie bietet leichten Schutz und wirkt beeindruckend genug, um einige Mutanten dazu zu bringen, deine Autorität zu akzeptieren, ohne Fragen zu stellen. Alles klar. Was wir allerdings noch probieren könnten, wäre eine Rauchgranate. Wie sie quasi sich auswirkt auf einen Kampf. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Wäre eine Idee. Okay, schauen wir mal. Bormin hat 3 Punkte verfügbar. Dax 2. Und sie 3. Wie sieht's mit meinem Team aus? Okay, die leveln tatsächlich mit. Okay, Mutation. Oder auch nicht. Ach doch, 28 Punkte. So, was haben wir denn hier? Die enormen übersinnlichen Fähigkeiten erzeugen ein Schild, der Kugeln mit einer Chance von 35% aus der Luft pflückt und unschädlich macht. Du kannst mit blitzschnellen Sprints an Gegner vorbeistürmen und hast dabei 100%ige Chance, Überwachungsschüssen auszuweichen. Na, das ist cool. Endlich zahlt es sich aus, dass du jahrelang durch die Zone geschlichen bist. Dank deiner katzenhaften Sinne hast du ein überraschendes Gespür für deine Umgebung und kannst Gegner meistens unbemerkt umgehen. Was ist das denn? Achso. Kontrolliere einen organischen Gegner 2 Runden lang. Elektrizitätsangriff, der auf Gruppen gegenüber überspringt. Du kannst eine starke biometrische Entladung erzeugen und über deine Hände freisetzen. Die Entladung springt auf mehrere Gegner über, wenn diese zusammenstehen. Die Frage ist, ob das Auswirkungen hat auf, ne, du weißt schon, Bots.
Nach dem Einsatz deines zweiten Aktionspunktes, ach so, was haben wir hier noch? 100%ige Trefferchance, das ist nicht schlecht. Doppelte kritische Trefferchance bei Schüssen aus Versteck. Du kannst deinem Ziel wie die sagenumwobenen Killer der Vergangenheit jetzt aus einer sicheren Deckung heraus enorm Schaden zufügen. Natürlich nur, wenn du triffst. Mann. War es nicht schlecht. Seine Passive. Holy shit. An sich ist der ja nicht schlecht, ne? Vielleicht werde ich ihn sogar im Team behalten. Oder für die Olle wegnehmen. Die Selma. Wie sieht's bei dir aus? Mutationen. Deaktiviere einen mechanischen Gegner eine Runde lang. Oh. Doppelte kritische Trefferchance bei Schüssen aus Versteck. Schieße mit 1 AP auf mehrere Ziele gleichzeitig. Verringert die Treffsicherheit um 25%. Was haben wir hier noch? Iss organischen Kadaver, um TP zu regenerieren. Ermöglicht dir zu fliegen. Alles nicht schlecht. Alles nicht schlecht. Aber ich brauche eigentlich Bormin in meinem Team. Wobei in diesem Falle können wir tatsächlich austauschen. Und zwar den Bormin. Wir müssen halt jedes Mal das Inventar säubern. Oh, sie hat sogar einen Bummstock mitgebracht. Oh, der kann weg. Okay, säubern wir erstmal Bormin. So. Dann bekommst du die Waffen. Von Bormin. Ups. Weil wenn wir einen Tank brauchen, können wir Bormin rausholen. So. Team. Also du erstmal. So ist das halt, Freunde, wenn man geizig ist. Man muss immer wieder alles wechseln. So, was haben wir hier? Gut, behalten wir erstmal Gedankenkontrolle. Das ist ganz gut. So. Du bist sowieso immun. Dann bekommst du den hier noch. Okay, dann habe ich aber die falschen Waffen, oder? Ist eigentlich auch egal. So. Wir wollten ja noch eine Rauchgranate testen, ne? EMP-Granate, deaktiviert robotisch Gegner. Ah, das ist nicht schlecht, aber davon habe ich nur eine. Die sollten wir benutzen, wenn wir wirklich Probleme kriegen. Habe ich nicht die Rauchgranate? Davon habe ich auch nicht viele. Zwei. Okay, probieren wir erstmal unser Glück. Der Polis-Vollstrecker. So, du hattest ja die Pistole, die Gegner quasi ausschaltet. Dann verstecken wir uns erstmal hier. Wir müssen aber nochmal ganz kurz gucken. Oder haben wir das schon gemacht? Hier bei ihr. Da, perfekt. Ne, das ist alles gut. Du hast ja die Pistole, die quasi Roboter einfrieren kann. Das heißt, wir machen das hier zur Not. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis einer vorbeikommt. Oh Gott, jetzt wird es langsam komplizierter, Spiel.
Da kommt der Vollstrecker. Wenn wir den ausschalten, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Zugriff. So, du hattest ja die Pistole, die wir brauchen, ne? Tja, mal viel Glück. Okay, das war nix. Das heißt, wir setzen unsere Fähigkeit ein. So, kurz nachladen. Eventuell war es das schon. Ich hätte auch den kritischen machen können, ne? Also, 35% haben wir maximal. Wir müssten eigentlich einen kritischen hinhauen, ne? You don't know who you're messing with. Come get some. Das war ein kritischer. Und du bist tot. Das war der krasse Typ. Oh, Quarantäneschlüssel beschafft. Sehr schön. Das Problem wird der Bot hier sein. Das ist noch ein Polispot-Vollstrecker. War der vorher schon da? Stay in line. Keep moving. Mit wem redest du da? Ich glaube ja, wir müssen eigentlich diese Bots nicht ausschalten. Das ist quasi nicht nötig. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, dann sollten wir es nutzen. Kommt er jetzt her? Ich weiß nicht, ich speichere erstmal ab, weil wir den einen Bot ausgeschaltet haben. Es wäre halt schön, wenn diese 20% einmal triggern würden. Okay, wir müssen uns woanders hin bewegen. Split up. This way. This way. Okay, wir versammeln uns mal hier. Wir suchen mal den Bot auszuschalten. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist das halt ein bisschen blöd. Ich will ja auch die Erfahrung haben, ne? Weil die Erfahrung ist ja eigentlich... Oh Gott, da ist ja noch einer. Nein, ich habe keine Zeit mehr nach hinten zu gehen. Shit. Das ist ein Terminator. Guckt ihn euch an. Okay. Ich habe keinen Bock, immer so lange zu warten. Deswegen speichere ich so oft. Gute Nacht. Ah, shit. Er würde jetzt die anderen rufen, ne? Ja, er ruft die anderen. Wir hatten noch einen zweiten, der das machen konnte. Wenn wir drei Stück hätten, die das machen könnten, dann könnten wir uns immer abwechseln. Wie krass wäre das denn? Aber wir haben leider nur zwei. Ich weiß, dass jemand anderes noch die Fähigkeit hatte. Ich weiß noch nicht wer. Und ich weiß nicht, ob wir das in diesem Falle jetzt momentan auswechseln können. Aber ich kann nicht in mein Inventar zugreifen, währenddessen der hier rumhängt. Ja, geil. Na gut, dann gehen wir wieder weg. Bis gleich. Wir hatten doch noch einen, der das konnte. Dax! Nein, ich hab's nicht gelernt. Werde unsichtbar, bis du angreifst. Geil. Es war Dax. Oder konnte noch jemand anderes? Du vielleicht? Wieso hast du nur zwei Leben? Nee, du nicht. Aber ich könnte versuchen, Bormin zu nehmen und den quasi umzuhauen. Aber du hast überhaupt kein Outfit an. Lol. So. Ja, ja. Ja. Nee. So. So.
Okay, versuchen wir es einfach nochmal, indem wir ihn umboxen. Wir müssen einfach jedes Mal die Charaktere wechseln. Und dann jeder Situation halt umboxen, elektrisieren, alles Mögliche. Wenn wir jetzt noch das Level up bekommen und Dax diese Fähigkeit geben, diese Ponys auszuschalten, wir werden einfach gleich weitergehen und menschliche Gegner umbringen. Und wir müssen einfach immer nur die Charaktere hin und her switchen und dann haben wir immer Fähigkeiten, um Gegner auszuschalten. Das ist eigentlich ganz geil. Es dauert halt immer nur ein bisschen. So. Probieren wir es. Ich glaube, ich war nicht versteckt. Scheiße. Ja, ja. Wenn man Charakter wechselt, ist er nicht mehr versteckt, Leute. Aber ist ja gar kein Problem. Ich kann einfach so den Hinterhalt starten. Dann versteckt er sich nämlich automatisch. Jetzt sind wir natürlich schon in der roten Zone von ihm und ich will jetzt nicht abwarten. Das ist mir zu blöd. So. Nogido! Jetzt schalten wir ihn aus. Oh Mann, ey. Dass das alles so funktioniert? Ich bin selbst überrascht. Wichtig ist es nur halt, so viele Gegner wie möglich Platz zu machen fürs Level-Up. Wir können uns natürlich jetzt hier hinschleichen. Und zumindest gucken, ob wir ihn mit der. Wenn wir ihn mit der Waffe schocken könnten, wäre das halt cool. Wieso hattest du dein Licht noch an? Kannst du dich noch. Nee, kannst du nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob das was wird, Leute. Aber wenn nicht, dann war es das für diese Folge auf jeden Fall. Du warst der mit der Waffe, ne? Echt jetzt? So, du verfehlst erstmal. So. Und du machst jetzt deine 20%, Junge. Na, dann halt nicht. Dann halt nicht. Hier, komm. Hatten wir nicht noch eine Waffe, die irgendwie einen Gegner ausschalten konnte? Noch eine zweite, meine ich. Ich glaube, wir hatten noch eine zweite. Die Bots ausschalten konnte. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich guck mal, ob wir so eine Waffe besitzen und wenn nicht, dann ist halt Pech. Haut rein, euer Zero. Tschüss.